Hallo, da sind wir mit Red Dead Redemption 2 für den PC. Endlich ist es da, endlich läuft es, zumindest auf dem Rechner hier. Der Raff hat nämlich auch noch einen Account und der Dave hat auch noch einen Account und auf beiden läuft es nicht. Bei Raff lädt das Spiel neu runter und bei Dave stürzt es ab. Aber hier läuft es, aus welchem Grund auch immer. Und ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach mal kurz in die Einstellung rein und lassen einmal den integrierten Benchmark durchlaufen, weil ich habe mir das Spiel tatsächlich auch noch nicht angesehen. Also, schauen wir einfach mal in die Grafikoptionen. Die sind sehr umfangreich, muss man dazu sagen. Und wir haben hier erstmal die ganz normalen oder die typischen Bildschirmauflösungen. Also Auflösungen, Wiederholrate kann man festlegen. Fenstermodus, rahmenloser Fenstermodus, V-Sync, Triple Buffering und also Geschichten. Und hier gibt es dann auch noch eine Einstellung für den... Für die Grafikeinstellungen. der ist sehr feingranular, wenn ihr mal schauen wollt. Also es gibt wirklich sehr viele Untersettings. Und interessanterweise ist das Maximum nicht direkt Maximum. Da geht also immer noch ein bisschen was. Zum Beispiel hier bei den Reflexionen. Das geht noch auf Ultra, Wasserqualität. Ist schon maximiert, aber Partikelqualität kann man noch 2 Stufen hochsetzen sogar. Tessellierung. Dann haben wir 3 verschiedene Kantenglättungen. Einmal TAA, das auch nochmal in 2 Stufen zuschaltbar ist. Wir haben FXA und wir haben sogar noch Multisampling-Kantenglättung. Die geht auch bis zu 8-fach sogar. Darauf verzichten wir jetzt einfach mal. Wir lassen es mal bei TAA. Es sollte reichen für 4K. Dann haben wir außerdem noch erweiterte Einstellungen und hier kann man tatsächlich auch noch die API auswählen. Wir können wählen zwischen DirectX 12 und Vulkan, also es gibt keinen DirectX 11 mehr. Und es sind wirklich die beiden modernen APIs. Wir müssen mal schauen, welche davon tendenziell besser läuft oder welche da Vorteile bietet oder ob sie ungefähr gleich performen. Ist natürlich nett, dass neben DirectX 12 auch noch Vulkan angeboten wird, weil dann können auch Leute mit Windows 7 zum Beispiel noch zocken. Außerdem haben wir hier noch für volumetrische Effekte eine Einstellung. Die können wir anscheinend zumindest in nativer Auflösung berechnen lassen, wenn wir das auf einstellen. Partikelbeleuchtung geht auch noch 2 Stufen hoch. Also selbst die maximalen Einstellungen, also das maximale Preset ist also noch lange nicht, das sind noch lange nicht die maximalen Settings. Aber wir stellen es einfach mal auf Maximum, also holen hier mal raus, was so geht. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Eine Auflösungsskalierung gibt es auch noch. Die geht sowohl von negativen Faktoren als ein bisschen in positive. Maximal ist hier eine Erhöhung der Achsen um den Faktor 2,5. Das ist schon ziemlich viel. Also das wäre schon mehr als 8K. Und wie man sehen kann, wäre dann hier auch der Grafikspeicher voll. Der wird übrigens ein bisschen seltsam ausgelesen, wenn ihr vielleicht mal gucken wollt. Wie gesagt, ich habe eine 2080 Ti drin, die hat hier angeblich 9,4 GB Speicher. Ist natürlich nicht so ganz korrekt, aber im Prinzip scheint das Grafikmenü doch sehr viele PC-Optionen zu bieten. Und man kann viel rausholen. Reflexionen haben auch nochmal eine Multisampling-Kantenglättung, kennt man schon aus GTA 5. Die lassen wir jetzt auch mal aus. Wie gesagt, ich denke mal, die Grafikkarte wird hier genug zu tun haben, wenn wir die Settings auf das Maximum stellen. So, alle Grafikeinstellungen auf Maximum. Multisampling ist noch aus. Wir benutzen als API Vulkan und wir haben volle 4K-Auflösung mit einer 2080 Ti auf einem i9-9900K mit 5 GHz und 32 GB DDR3866 RAM. So, und dann starten wir mal den Benchmark. Ich habe korrekt neu gestartet und das OSE außerdem ein bisschen größer gemacht, damit ihr was erkennen könnt. Und jetzt schauen wir mal, wie es läuft. Also beim Laden werden schon mal die Kerne ganz gut ausgenutzt, das kann man schon mal sagen. Und es liegt auf einer SSD, also sollten die Ladezeiten auch nicht allzu lang sein. Das war's. Von mir aus in Ordnung, würde ich sagen. Und wir haben jetzt hier eine relativ niedrige Performance von 30 FPS. Ich gehe mal davon aus, dass das viel mit den volumetrischen Effekten und den Partikeln hier zu tun hat, die hier gerade zu sehen sind in diesem Schneesturm hier. Ich nehme mal an, dass die Performance gleich noch ein bisschen hochgeht. Aber wir schauen mal.
Speicherbelegung haben wir knapp 7 GB. Jetzt steigt es ein bisschen bei einem 10-Wechsel. Und jetzt haben wir 40 FPS. Also wie gesagt, die Partikel waren wahrscheinlich ein Grund für die etwas niedrige Performance. Wobei man hier sagen muss, hier sind auch diese ganzen volumetrischen Effekte. Ihr könnt auch sehen, da sind God Rays und sowas. Die sind jetzt wie gesagt auch auf maximaler Stufe. Ich schätze mal, wenn man die eine Stufe unterstellt, dass das Spiel dann deutlich besser laufen würde. Was man auch sehen kann hier, schön hohe Schattenauflösung, auch sehr feine Verschattungen. Und eine sehr hohe Weitsicht. Schade, dass bisher eher so dunkle Szenen zu sehen waren, weil man halt nicht viel sehen kann wahrscheinlich. Aber na, jetzt sieht man ein bisschen was. Also man sieht wirklich, dass der Detailgrad ist sehr schön hoch. Und die Kantenglättung funktioniert gut, obwohl wir jetzt noch kein Multisampling genutzt haben. Also ansonsten würde man gerade bei so einem hohen Detailgrad viel Pixelflimmern sehen, selbst in 4K-Auflösung noch. Aber das TAA greift wirklich sehr gut und die Grafik sieht trotzdem schön scharf aus. Hier sieht man ein bisschen Pixelflimmern, aber es hält sich in Grenzen wirklich. Vegetation ist auch schön geglättet. Von dem, was ich bisher sehen kann, ist alles, wie gesagt, bisher alles dunkel oder verschneit. Mal sehen, vielleicht kommt da auch noch eine helle Szene. Ich gehe mal davon aus. Ah, der Speicher krabbelt so langsam an die 8 GB Grenze. Wie gesagt, immer beim 10-Wechsel sieht man, wie die Speicherauslastung ein bisschen steigt. Wahrscheinlich braucht man nicht ganz so viel, aber 8 GB sind wahrscheinlich durchaus empfehlenswert für 4K. Ihr habt ja gerade ein paar Stutterings gesehen. Und jetzt haben wir auch mal eine helle Szene. Und in der Stadt, hier sieht man übrigens auch, die CPU wird wirklich ganz gut ausgelastet. Also für 4K ist eine Auslastung von 20-30% von der CPU schon ziemlich hoch. Ja, 45 FPS hier in der, 40-45 FPS hier in der Stadtszene. Ah, hat es ein bisschen geruckelt, aber... Ich würde sagen, das läuft ganz gut. Hier könnt ihr übrigens die Tessellation sehen. Sehe ich gerade. Hier bei dem Kopfsteinpflaster. Bisschen schwierig, wenn es so schnell geht, aber vielleicht... Ah, okay. Hier, wie gesagt, hier könnt ihr es gut sehen. Oh, sogar das ist tesselliert. Und hier auch die Steine. Wenn ihr genau hinguckt, ist sogar ziemlich hoch, der Faktor. Zumindest, soweit man das sagen kann. Er sieht hoch aus. Das ist schon ein bisschen sehr hoch, also es ist schon sehr rund, dafür, dass das hier Steine sein sollen. Da könnte man wahrscheinlich den Tessellierungsgrad auch noch ein bisschen runtersetzen, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ohne dass es wirklich, dass man wirklich einen großen Unterschied sieht oder dass das Bild deutlich schlechter wird. Das dürfte eigentlich auch noch ganz gute Leistungen freischalten. Also wahrscheinlich kommt man ohne größere Probleme auf 60 FPS mit der 2080 in Ultra HD hier, wenn man ein paar Optionen runtersetzt. Hier könnt ihr zum Beispiel die Weitsicht sehen. Hier hat es gerade ein bisschen geploppt, aber das hält sich wirklich in Grenzen dafür, dass das alles Vegetation ist. Was immer relativ schwierig ist darzustellen. Vor allem, wenn die auch noch verschattet und ausgeleuchtet wird. Ja, aber jetzt hier haben wir unser Ergebnis. Wir haben 41 FPS Durchschnitts oder 42 FPS Durchschnitts-FPS. Ich würde sagen, das klingt relativ vernünftig. Sind hohe Anforderungen. Aber wie gesagt, wahrscheinlich kann man noch ein bisschen was runterdrehen. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie läuft denn das jetzt mit den ganzen anderen Karten. Und erstmal müssen wir uns natürlich auch die Technik ein bisschen anschauen. Also das wäre es jetzt erstmal von mir. Kleiner Ersteindruck sozusagen. Soweit so gut. Dann hoffe ich mal, dass der Raff auch noch dazu stoßen kann. Also, wir sehen uns. Okay, Sir. Here they are. Tell the Marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. One of you.
Come on. Okay, you head through there. I'm gonna need your details. We pulled the wrong one of you? Well, let's get you in there then. You aren't going. We got the wrong one in here. All right then. Deputy, would you please? Take the time and get this right. From what I hear, you ain't leaving us anytime soon. We're gonna need a fair record of you. Tell me everything except that you're innocent. I'd find that hard to believe. Quite a record we'll have on you. You're lucky you were caught, you know. The way the town feels about what happened, you were likely to be shot.